Hallo, ich bin Lars oder die meisten kennen mich hier im CCC unter Pylon oder im Funkbereich unter Delta Charlie 4 Lima Whisky, so wie es auch hier zu sehen ist. Frage in die Runde, wer ist Funkamateur? Hand hoch. Ah, ist ja fast schon Heimspiel hier. Wer möchte einer werden? Noch mehr. Wir können uns gerne dann nochmal danach unterhalten. Kommt doch einfach bei den Funkamateuren hinter oben vorbei und dann reden wir noch eine Runde mehr, was Ausbildung angeht und wie ihr Funkamateur werden könnt. Thema WISPA oder WSPR und WSJT. Betriebsmodi im Amateurfunk. Ich habe mich zum ersten Mal beim 31C3 damit beschäftigt, also jetzt so 3 Monate her. Irgendwie da so das erste Mal mit rumgespielt, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, aber da hatte ich so den Spaß dabei gefunden und habe danach dann zu Hause mal einen Antennengarten reingeschmissen, weil es Winter war, hatte ich keine Lust, die irgendwie wieder so nach 2 Tagen abzubauen, blieb die mal so einen Monat stehen. Ja, und habe dann halt einfach mal die Abende genutzt, um ein bisschen mehr zu funken und ein bisschen mehr halt mal rauszugehen. Ich habe halt nicht so ein großes Equipment, dass ich dicke, fette Antennen aufbauen kann. Ich wohne in Berlin in einem Hinterhof, also mit so einem kleinen Garten hinten dran und da ist das Ganze aufgebaut. Da hat man halt super viel Rauschen. Ja, und das ist so ein Betriebsmodus, mit dem ich dann trotzdem irgendwie weltweit rumkomme. Und ich war echt erstaunt, dass ich so mit Australien reden konnte, trotz meiner eingeschränkten Bedingungen und mit ein paar Watt nur. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch mal darstellen, also was da mitgemacht wird oder damit das halt überhaupt so gut funktioniert. Ich fange auch mit WSJT an, das ist der ältere Modus. Heißt Weak Signal Communications bei Kilowatt 1 Juliet Tango. K1JT oder K1JT ist ja das Funker, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Generell ist halt ein Digitalmodus im Amateurfunk. Also Amateurfunk kann man natürlich irgendwie mit Sprache machen. Das heißt, dass ich da ein Mikrofon reinspreche und durch die Gegend labere. Was viele noch kennen, ist das Morsen. Das ist schon ein Digitalmodus, Amateurfunk genannt CW, Continuous Wave. Ging dann später auch weiter mit RTTY, Remote Teletype. So Fernschreiber, wie man sie kennt. Da kann man auch wunderbar Sachen übertragen. Wird heute noch verwendet, der Modus. Und weiter so über Phase-Shift-Keying-Modi bis halt so moderne Verfahren hin, die mit dem Rechner abgewickelt werden können. Das WSJT ist 2001 entwickelt worden. Es ist als Kombination rausgekommen, als Betriebsmodus mit einer Software dabei, um es überhaupt nutzen zu können. Denn ohne Software geht es gar nicht. Also ich kann jetzt nicht irgendwie ein Stückchen Hardware daneben, das in Hardware gießen und nutzen, sondern ich brauche tatsächlich einen Computer mit Software dahinter, damit es funktioniert. K1JT, genannt oder sein realer Name Joseph Taylor, ist ein Astrophysiker. Funkamateur und hat auch 93 noch einen Nobelpreis für Physik gewonnen. Er hat halt irgendwie so zusammen mit seinem Kollegen Russell Hulse ein Pulsar im Doppelsternsystem entdeckt. Hat dann nochmal den Nobelpreis gekriegt, hat dann später gesagt, okay, ich mache so ein bisschen mehr Amateurfunk, hat diese Software mitentwickelt, was halt so nebenbei rauskam. Als Astrophysiker hat er natürlich spezielle Interessen. Er möchte halt Software oder er möchte generell Amateurfunk betreiben für Erde-Mond-Erde-Verfahren, EME-Verfahren. Sprich, ich habe ein Funkgerät hier mit einer Antenne auf der Erde, schieß mal so Richtung Mond hin und die Signale, die davon zurückspiegeln, die kann ich dann wieder auf der Erde empfangen. Das ist ein Verfahren, was seit 1946 angewandt wird. Das war ursprünglich von den Amis entwickelt worden, um von Pearl Harbor in Hawaii nach Washington halt ins Hauptquartier irgendwie zu kommen und zurück. Also ins Pentagon und zurück halt wieder. Ist halt einfacher zu verwenden, als wenn ich mich tatsächlich auf die Ausbreitungsbedingungen über die Atmosphäre verlassen muss. Satelliten gab es damals einfach noch nicht. Deshalb hat man den Mond genommen, den natürlichen Satellit, um daran die Funksignale abprallen zu lassen. Funktioniert recht gut. Problem ist halt nur, man hat unheimlich große Dämpfung dabei. So auf einem 2-Meter-Band, das sind 145 Megahertz, hat man 250 Dezibel Dämpfung. Bedenkt, Dezibel ist eine logarithmische Skala, das ist verdammt viel. Sind halt 770.000 Kilometer Wegstrecke im Vakuum oder mehr oder weniger Vakuum. Wir haben noch ein bisschen Atmosphäre dazwischen, aber die kann man fast schon vernachlässigen. Das heißt, so ein Signal brauchst du 2,5 Sekunden, um rumzukommen. Das war so die erste Idee, was er damit machen wollte. Sprich, ein Verfahren zu haben, mit dem man recht simpel, auch mit nicht so fetten Antennen, also in der Vergangenheit hat man so solche Antennen genommen, wie man hier auf dem Bild auch sieht, ein EME-Verfahren zu machen, sprich
Er wollte irgendwie etwas, was man auch selber einzeln oder einfach zusammenbauen kann. Sprich, dass ich mit so einer einfachen Yagi-Antenne dann mal zum Mond schießen kann und zurückkomme, also auch die Signale wieder empfangen kann. Was er auch noch machen wollte, war ein Meteor-Scatter. Meteor-Scatter ist ja, so ein Meteor, der halt auf die Erde runterplumpst. Der ionisiert auch die Luftschicht. Und diese kleine Ionisationsspur, die man auch so teilweise ja sehen kann, wenn man so einen Meteorenschauer hat, die kann man auch verwenden, um daran Signale abprallen zu lassen. Hat man fast immer irgendwie. So Meteore ist halt das Problem, dass es relativ schnell gehen muss in dem Fall. Da hat er halt auch nochmal weitere Verfahren entwickelt, in diese Richtung reingehen. Troposcatter sind halt noch so ja, Arten, dass man halt an der Troposphäre halt Signale abprallen lässt und so weiter. Das Ganze soll halt auch noch möglich sein im Grundrauschen. Man hat ja immer so ein gewisses Rauschen im Hintergrund. Wenn du hier in der Stadt bist, dann hast du immer so ein Rauschen von allen möglichen Geräten, die hier irgendwie durch die Gegend summen und surren. Es gibt ein Rauschen durch Wärme, ist ja auch nichts anderes als Strahlung. Es gibt ein Rauschen durch die Atmosphäre und natürlich auch das kosmische Hintergrundrauschen. Und es soll halt möglich sein, mit einem Betriebsmodus auch durch dieses Rauschen durchzukommen. Ja, und da hat er sich halt gedacht, nehme ich doch mal die Soundkarte vom modernen Rechner. Gut, 2001 war schon modern genug dafür. Und rechnen wir das Ganze mal aus. Also sprich, dass wir die Signale rausrechnen aus diesem Rauschen. Sehen wir gleich, wie gut das funktioniert. Aber erst dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Oder was hat ihn dazu verleitet oder welche Ideen haben zur Entwicklung dazu beigetragen? Er hat sich hingesetzt, hat mal geguckt so, was ist Amateurfunk? Im Amateurfunk habe ich ganz viel Kommunikation, die auf Regeln und Annahmen basieren. Beispielsweise, wenn ich eine vollständige Kommunikation im Amateurfunk herstellen möchte, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, also dass ich dann auch nachweisen kann, dass ich dieses Gespräch geführt habe, brauche ich einmal einen Rufzeichenaustausch von einem Funkamateur zum anderen und ich muss einen Rapport gegeben haben, also mit welcher Signalstärke mein Signal reingekommen ist. Das ist das, was tatsächlich ausgetauscht werden muss. Das sind schon mal zwei Bedingungen, die wir haben. Das ist das, was wir brauchen. Wenn ich generell so einen allgemeinen Anruf mache, das heißt, ich möchte mit jemandem kommunizieren, ich möchte jetzt nicht mit jemandem Speziellen kommunizieren, sage ich CQ. Das ist so eine Abkürzung. Wer nicht Funkamateur ist, kann es ein bisschen mit Leadspeak vergleichen. CQ, CQ geht so in diese Richtung, dieselbe Richtung rein. Kennt ihr ja alle irgendwie. Oder wenn ihr chattet, dann habt ihr auch ganz viele Abkürzungen. Genau, das heißt, wenn ich jetzt einen allgemeinen Anruf mache von unserer Clubstation, die wir hier nutzen, Delta Alpha Zero, Charlie, 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 sage ich einfach nur CQ, 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 Delta Alpha Zero, Charlie, Charlie, Charlie. Zack, ist das, was halt draußen ist. Irgendwer wird schon vielleicht darauf antworten. Jetzt habt ihr schon so ein Rufzeichen hier gesehen. DA0CCC ist ein Rufzeichen. Die sind auch festgelegt von der ITU, wie die halt aufgebaut sind. Kann man relativ simpel auch mit einer Regular Expression irgendwie darstellen. Gilt für alle Rufzeichen bis auf Sondercalls, die gibt es auch noch, aber für ganz normale Rufzeichen, wie sie ganz normal rausgegeben werden, kann man halt einfach so wirklich sagen, so, ja, ein Rufzeichen beginnt mit einer Zahl oder einem Buchstaben, gefolgt von ja, einem weiteren Buchstaben, dann kommt wieder eine Zahl und dann kommen 1 bis 3 Buchstaben. Das ist so relativ simpel. Man sieht hier unten ein paar Beispiele. Mein Rufzeichen DC4LW, DA0CCC hatte ich gerade schon genannt. 4U1ITU ist halt ein Rufzeichen von der ITU selber. Beginnt mit der Zahl, kommt Buchstabe, kommt der Zahl, kommt nochmal 3 hinten dran. K1N ist auch ein Rufzeichen, was in letzter Zeit mal sehr bekannt war, weil es halt relativ selten ist, dieses Rufzeichen. Da gab es vor ein paar Wochen halt eine Aktion, die das immer wieder aktiviert hatten. Ist aber auch ein reguläres Rufzeichen, was halt gültig ist. Das sind schon mal so Sachen, die man festschreiben kann. Sehen wir auch gleich, wofür wir es brauchen, wie man diese Rufzeichen verwenden kann. Rufzeichen, noch eine weitere Regel. Rufzeichen können erweitert werden um einen Stationstyp. Ich kann mit angeben, ob ich portabel unterwegs bin mit so einem Handfunkgerät. Ich habe jetzt gerade keins dabei, aber irgendwer hat bestimmt eins in der Hand. Nein? Schade. Genau, irgendwann so ein Handfunkgerät bestimmt in der Hand. Das heißt, wenn ich portabel unterwegs bin, so ein Handfunkgerät kann ich immer noch angeben, hinten /P für Portable. Ich kann auch /M für Mobile sagen, wenn ich im Auto unterwegs bin, ein Gerät im Auto eingebaut habe oder im Schiff oder sonst wo auch immer, kann ich einfach mit hinten dranhängen, um einfach mitzugeben, ich sitze jetzt nicht zu Hause an einem festen Gerät und habe irgendwie die Steckdose dran mit viel Leistung, sondern bin in der Regel halt auch mit weniger Leistung unterwegs. Ist auch so eine Sache, die ich nutzen kann.
Ich kann im Ausland funken. Wenn ich im Ausland funke, muss ich einen Präfix davor setzen mit dem Landeskenner. Wenn ich jetzt nach Österreich irgendwie gehe, müsste ich jetzt OE/ da vorne vorsetzen für mein Rufzeichen. Das heißt, mein offizielles Rufzeichen wäre dann OE/DC4LW. Auch wieder so eine Annahme. Brauchen wir nachher auch nochmal. Was ich bei insbesondere WSJT mitgebe, ist noch mein Locator. Ein Locator ist die Information, wo ich mich befinde. Es ist einfach nur dafür, damit man so sehen kann, wie weit ich gerade funke, weil es ist, steht ja im Rufzeichen nicht unbedingt drin, wo ich bin. Es steht zwar drin, dass ich in Deutschland bin oder aus Deutschland funke, aber Deutschland ist groß, jetzt übertragt das Ganze mal auf Russland, ist noch ein bisschen größer, kann man einfach nicht sagen, wo die Person genau ist. Deshalb hat man sich beim Funken halt auch angewöhnt, einen Locator mitzugeben, der ja, so ein Planquadrat quasi auf der Weltkarte darstellt. Kurz nur QTH, wer nicht mit dem Funken vertraut ist, es gibt so Abkürzungen, die ganz oft mit Q anfangen, sind halt uralte Abkürzungen irgendwie so vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die so aus dem Seefunk stammen, später aus dem Flugfunk und auch im Amateurfunk verwendet werden. QTH ist die Abkürzung für den Standort. Gibt noch ein paar mehr, kommen gleich auch noch mal ein paar Stück damit rein, aus Versehen. Ich versuche die aber zu erklären. Locator ist also ein Quadrat oder ein Rechteck, eher gesagt, auf dem Erdglobus. Dazu hat man halt ja, das WGS-84-Verfahren auch verwendet als Grundlage und die Erde in 18 Größtfelder eingeteilt. Also 18 mal 18 Größtfelder, also 324 Größtfelder. Das ist, wenn man halt einmal um die Erde rumgeht, sind es ja 360 Grad, beziehungsweise 180 Grad von Süd nach Nord oder andersrum. Und diese halt eingeteilt, die kann man schon mal über die ersten Buchstaben dann darstellen, über die ersten beiden. Dann gibt es eine weitere kleinere Einteilung, damit jetzt nicht so eine Riesenfläche ist. Kleinere Einteilung in 100 Großfelder, 10 mal 10. Das sind die nächsten zwei Buchstaben. Das ist meistens auch schon das, was rübergeben wird. Das heißt, oder die nächsten zwei Zahlen. Das heißt, ich übergebe zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Das ist so ein Bereich, wenn ich das übergebe, wäre das ungefähr von, ja, ich kenne es für Berlin halt, wäre so ungefähr von Magdeburg bis Frankfurt-Oder, so ganz grob von der Größe her, von der Breite her. Nord-Süd-Ausdehnung wäre dann ein bisschen weniger, weil es halt ein bisschen hier gestaucht ist auf der Kugel. Ich kann natürlich das Ganze noch weiterziehen, wenn ich bis zu 8 Zahlen hinten runtergehe, bis zu 10 Zeichen runtergehe, kann ich es auf eine Größe von 20 Meter sogar eingrenzen. Dann habe ich so Kästchen, die nur 20 Meter groß sind, also ungefähr GPS-Auflösung sogar. Aber so weit geht man gar nicht runter. Beispielsweise jetzt hier fürs Easter Hack, die Location hat einen Locator JO52GG. Ja, das J kann man relativ simpel halt rausnehmen für 10 Grad Nord. Nee, jetzt schon gar nicht, 10 Grad Ost sind wir hier. Und 52 Grad Nord ist dann halt das O, was man halt einfach umrechnen kann. Und so weiter und so fort. Geht dann in die Tiefe rein. Genau, das sagte ich gerade, um eine Verbindung komplett durchzuführen, brauche ich noch einen Rapport. Da gebe ich normalerweise, wenn ich so Sprachfunk mache, einen RST-Wert oder einfach nur einen RS-Wert zurück. Die Readability und das Signal, beziehungsweise den Ton in digitalen Modis. Readability ist einfach nur, wie gut verstehe ich dich. Es kann total mieses Signal sein, aber ich kann die andere Person total gut verstehen. Kann passieren. Es kann auch sein, dass das Signal super gut ist, aber ich die Person trotzdem nicht verstehe, weil irgendwas da auch immer im Hintergrund knackt oder was weiß ich auch immer. Dementsprechend gibt man so einen Wert zurück. Die Readability wird mit Werten von 1 bis 5 angegeben. 5 wäre dann halt super gut. Und das Signal wird mit Werten von 1 bis 9 angegeben. Man kann auch noch mal ein bisschen Plus oben drauf setzen. Ob ich jetzt noch mal irgendwie, weiß nicht, 10 dB drüber bin, dann kann ich 9 plus 10 auch sagen, 9 plus 10 dB sagen. Aber in der Regel halt irgendwie von 1 bis 9 wird es angegeben. Das ist auch ein Wert, den ich ablesen kann. Readability ist so ein gefühlter Wert. Das Signal ist ein Wert, den ich ablesen kann am Funkgerät selbst. Und der Ton ist dann halt noch mal für den Digitalbereich, sprich, ob irgendwie alle Zeichen sauber rüberkommen oder ob da auch noch mal ein Fehler drin ist. Was man heute halt sehr häufig erlebt, ist nur noch, dass 5.9 oder 5.99 gegeben wird, einfach aus Faulheit,
würde ich mal behaupten. Wenige schauen wirklich noch drauf, was drauf ist. Es gibt aber auch immer diese ganzen kleinen Streitpunkte. Gibt niemanden, der irgendwie die fette Antennenanlage hat, irgendwie nur so ein 4-7, wird sich ziemlich aufregen und dich danach fertig machen, so wörtlich. Deshalb, es wird immer freundlichkeitshalber 5-9 gegeben, passt schon. Außer du willst es wirklich mal ausmessen, dann sagst du auch mal die wahren Werte, aber es kümmert eh keinen, prüft keiner nach, 5-9 passt. Bei WSJT wird aber nicht 5-9 übergeben, sondern es wird die Signal-Noise-Ratio angegeben. Also sprich, das Verhältnis zu, wie weit ist mein Signal unter dem Rauschen, unter dem Grundrauschen. Bei WSJT kann ich ein Signal hören ab minus 15 dB mit guten Ohren. Da höre ich ein Signal, da höre ich irgend so ein Gepiepse, so ein Gedudel. Der Rechner kann aber bis minus 26 dB arbeiten. Dabei müsste er, ganz kleinen Moment, dabei müsste er überlegen, 3 dB, minus 3 dB ist die halbe Leistung, die rüberkommt. Minus 20 dB ist schon ein Hundertstel der Leistung. Und es geht noch tiefer runter bei WSJT. Kurze Frage von dir? Wie ich den Signalrauschabstand genau bestimme, war die Frage. Habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt. Muss ich jetzt ehrlich sagen, das habe ich noch gar nicht so genau nachgeschaut. Ich sehe es halt einfach. Wir können gleich mal, habe ich ein paar Bilder mit drin, wie du es halt im Wasserfalldiagramm sehen kannst. Dass du halt einfach Rauschen irgendwie dort hast und dass du ein ganz schwaches Signal noch zwar sehen kannst, aber dass es auch ausgerechnet werden kann. Aber du hörst einfach nichts, weil du hörst nur noch Rauschen. Wie jetzt genau der absolute Wert bestimmt wird, müsste ich dann auch noch mal nachlesen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja. Ja, okay, also sprich im RST-Wert kann ich Filter einstellen und kann es dadurch ein bisschen schmaler machen bei deiner Anmerkung, dass ich da auch die Readability besser hinkriege. Ja, da gebe ich dir recht, kann man machen. Wie es WSJT genau dran geht, müsste man vielleicht mal gleich dann auch nochmal schauen in der Praxis, wie das da genau ausgerechnet wird. Wenn ich EME-Verbindungen mache, übergebe ich eh keine Zahlen, sondern da übergebe ich ein OOO. Das ist keine 0, das ist ein O übrigens. Eine 0 wäre durchgestrichen. Das stammt noch aus Zeiten, wo EME-Verbindungen über CW, also über Morsen gemacht wurde. Und so ein OOO ist halt einfach ein dreimal langes Signal und das Ganze dreimal wiederholt. War halt einfach sehr gut zu hören und viele, die halt über den Mond gemorst haben, konnten ja das halt einfach auch so mitnehmen als so ein Sync war das dann. Okay, du hast die Verbindung fertig gehabt, du wusstest jetzt auch schon, dein Partner wird dir jetzt gleich einfach ein OOO geben und konnte sich halt so vom Gefühl her wieder drauf synken, was als nächstes kommt. Du weißt, wenn das OOO durch ist, dann kannst du halt höchstens nochmal irgendwie ja so eine Floskel zurückgeben, eine Empfangsbestätigung mit 3 mal R oder eine Floskel mit 73, was viele Grüße heißt. Es stammt halt auch noch aus der Morsezeit. RR ist halt für Roger, Roger, Roger. Und 73, wenn du das in Morsecode liest, dann sieht das halt einfach so schön umgedreht aus und hört sich auch lustig an. Ist auf jeden Fall ein Symbol, was man auch sehr gut rausverstehen kann. So, wie sehe ich so eine komplette Kommunikation in WSJT bzw. JT65 oder JT9 als Untermodi aus? Ich würde jetzt, wenn ich jetzt einfach senden würde, ich würde ein CQ rufen mit meinem Rufzeichen und dem Locator hinten dran. Das sende ich einfach aus. JT62 ist jetzt Berlin als Locator, habe ich es mal als Beispiel reingesetzt. Irgendwer hört mich, nämlich DA0CCC auf der rechten Seite. Und antwortet mir, also DC4LW, die Nachricht geht an DC4LW, von DA0CCC mit dem Locator JO52. Sprich, ich kann jetzt schon mal sehen, DA0CCC liegt jetzt für mich so ungefähr 200 Kilometer entfernt.
Ich kann sogar noch die Richtung mit angeben. Falls ich mal irgendwie so eine drehbare Antenne habe, könnte ich die jetzt noch in die richtige Richtung ausrichten, um das ein bisschen besser hinzukriegen. Nachdem mir DR0CCC geantwortet hat, antworte ich wieder, alles klar. Die nächste Nachricht geht der DR0CCC von, ach nee, das seht ihr gar nicht hier, ne? Falsche Richtung. Wie auch immer. An DR0CCC von DC4LW, ich gebe DR0CCC meine Signal-Noise-Ratio rüber. Also was ich empfangen habe, minus 17. Sprich, ich habe DR0CCC mit minus 17 empfangen, übergebe die rüber. Dementsprechend antwortet mir DR0CCC wieder, ich habe dich mit minus 2 empfangen. Also ich bin stärker bei DR0CCC reingekommen, als ich DR0CCC reingerichtet hatte. Vielleicht habe ich einfach nur verschiedene Stärken. Also sprich, ich habe mein Funkgerät weiter aufgedreht oder so. Ich antworte dann noch mit einem Roger, Roger, Roger und DR0CCC verabschiedet sich noch. Die letzten zwei sind nicht mehr notwendig, werden aber trotzdem immer gemacht, um halt wirklich sicher zu gehen, dass die Verbindung durchgeführt wurde. Man sieht, es ist relativ simpel. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein TCP Three-Way Handshake, ne? Wer es irgendwie so mal gesehen hatte, mehr ist es eigentlich auch nicht. Wird aufgebaut, wird wieder abgebaut, die Verbindung quasi. Und es ist ein Format, was auch super geeignet ist für Einsteiger, die so mal Digitalmodis machen wollen. Ich weiß nicht, wer vielleicht als Funker schon mal Digitalmodis gemacht hat, so Rititi oder PSK 31. Da gibt es nicht nur das rüber, sondern dir wird dann noch erzählt, welches Funkgerät du hast, welche Antenne du hast, wie dein Hund heißt und was du irgendwie heute noch unternommen hast. Da wird irgendwie super viel noch irgendwie dazu erzählt und es nervt einfach, finde ich persönlich. Mir reicht sowas so, reicht mir schon vollkommen aus. Ich will einfach nur gucken, wie weit bin ich gekommen, mit wem habe ich gerade mal kommuniziert, freue mich einfach so, ja, mal wieder nach Norwegen irgendwie gefunkt oder so in die Richtung. Macht schon Spaß, einfach mit ein paar Watt irgendwie da rauszukommen. Ich brauche jetzt nicht irgendwie noch alle möglichen anderen Informationen dazu. Manche freuen sich, die können dann auch gerne weiterhin diese anderen Modis fahren. Ich mag es so minimal. So, wie funktioniert jetzt das mit WSJT? Nachdem wir gesehen haben, wie so eine Verbindung aufgebaut wird. WSJT, John Teller hat sich jetzt überlegt, okay, ich nehme einfach diese wiederkehrenden Muster und komprimiere dadurch meine Daten, die ich übertragen möchte. Gehen wir doch mit dem Rufzeichen hin. Dort wieder die Regular Expression. Und die kann ich jetzt auch mal umschreiben in, ja, was habe ich hier? Das erste Zeichen könnte ich 37 verschiedene Zeichen haben. A bis Z, 0 bis 9. Oder auch einfach nicht vorhanden, deshalb 37, nicht 36. Das zweite Zeichen muss auf jeden Fall vorhanden sein, könnten auch wieder irgendwie Buchstaben, Zahlen sein. Dann kommt eine Zahl, 10 Zeichen und dann 1 bis 3 Buchstaben, also 27 Zeichen. Macht insgesamt von regulären Amateurfunkrufzeichen 262 Millionen. Naja, man merkt auch schon, es kann nicht jeder auf der Welt Funkamateur werden, weil so viele Rufzeichen haben wir nicht. Da müssen wir uns überlegen, wie wir da irgendwie mehr werden können. 262 Millionen lässt sich in 28 Bits reinquetschen. Dementsprechend hat er sich jetzt einfach überlegt, okay, ich nehme jetzt diese ganzen Rufzeichen und quasi jedes Rufzeichen kriegt eine eigene Kombination an Bits. Schon mal die erste Möglichkeit der Komprimierung. Es wird wirklich jedes einzelne wird kodiert. Dann nehme ich den Locator, den ich ja mit übertrage. Haben wir ja gesehen, in Kommunikation, der Locator wird übertragen. Bei 180 mal 180 Grad komme ich auf 32.400 verschiedene Möglichkeiten eines Locators, den ich angeben kann. Oder 15 Bits, also 2 auf 15, 15 Bits. Passt in die 32.768 einfach rein. Wunderbar. Dann hat sich überlegt, wie sieht so eine Standardnachricht aus? Die sechs Nachrichten, die wir vorhin gesehen haben, passen alle in dieses Muster rein. Entweder ich habe ein CQ am Anfang oder ich habe ein QRZ am Anfang oder ein DE am Anfang, die haben wir jetzt nicht gesehen, aber die gibt es auch noch. Oder ich habe ein Callzeichen am Anfang, also ein Rufzeichen. An zweiter Stelle, nach dem Leerzeichen, steht immer ein Callzeichen. Und an dritter Stelle steht entweder der Locator oder
meine Signal-Noise-Ratio oder die empfangene mit dem R davor oder ein RRR oder eine 73. So, Beispiele. Wieder gerade von übernommen, von den 6 Stück. Sprich, ich kann diese Beispiele komplett umkodieren in einmal erste Spalte 28 Bits, zweite Spalte 28 Bits. Ja, ja, dieses CQ und DE und QZ wurde da einfach nochmal in diese freien Rufzeichen quasi nochmal mit reingequetscht. Aber was heißt reinquetschen? Ich hatte ja eh noch ein paar hundert Möglichkeiten über. Sprich, die gibt es dann auch noch. Dann habe ich die 15 Bits für den Locator oder für Signal-Noise-Ratio oder für RR oder 73. Sprich, meine ganze Nachricht mit den 2 Rufzeichen und dem ganzen Kladderadatsch hinten dran kann ich in 21 Bits halt unterbringen. Das ist der ganze Trick erstmal dabei, eine Nachricht zu verkleinern. Von diesem ganzen Textkrams auf 71 Bits runterzukommen. Das ist eine Standardnachricht in WSAT. Es gibt welche, die möchten dann halt gerne noch ein bisschen mehr übertragen. Zum Beispiel ein GL für Good Luck oder ein, weiß nicht, Happy Easter oder irgend so ein Kram. Ist auch möglich. Das sind dann die ganzen sogenannten Freitextnachrichten. Da hat er sich jetzt einfach überlegt, okay, ich habe die 71 Bits zur Verfügung. Ich habe 43 Zeichen, also A bis Z, 0 bis 9, minus, Punkt, Komma, Fragezeichen, Slash, Hashmark, Dollar und ein Leerzeichen kann ich auch noch verwenden, komme ich auf 43 Zeichen. Wenn ich das mal umrechne, 71 log 2 durch log 43, komme ich auf 13 Zeichen, die mir zur Verfügung stehen würden, wenn ich bei den 71 Bits bleibe. Das heißt, ich kann auch eine Freitextnachricht reinsetzen, die 13 Zeichen lang ist. Da kann ich nicht viel über meine Antenne oder so erzählen. Aber ich habe mal eine Möglichkeit, einfach auch nochmal sowas auszutauschen. Ein weiteres Bit, das 72. Bit, wird dafür verwendet, um zwischen dieser Standardnachricht und der Freitextnachricht umzuschalten. Sprich, genau dafür brauche ich halt noch ein Bit. Und wenn ich so eine Freitextnachricht verwende, dann wird das Rufzeichen auch einfach nicht mehr mitgeteilt, weil das habe ich ja vorher schon mal mitgeteilt. Also durch den Aufbau der Kommunikation haben wir beide schon mal ein Rufzeichen ausgetauscht. Reicht auch vollkommen aus, um diese Frequenz weiter nutzen zu können. Ich muss ja nicht andauernd mein Rufzeichen durchgeben, ich muss es ab und zu mal durchgeben. Das heißt, ich kann dann das Rufzeichen weglassen, kann einfach irgendwie einen freien Text bis zu 13 Zeichen austauschen. Pro Richtung dann jeweils. So, dann hat man ja aber gesehen, es gibt auch Rufzeichen, die noch Suffixe und Präfixe haben. Da hat es sich dann auch nochmal 2 verschiedene Nachrichtentypen einfallen lassen. Einmal die Type-1-Nachrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus Österreich senden würde, käme ich auf 16 Zeichen. Na, wer kennt den Locator? JN88? Ich sehe jetzt niemand aus dem MetaLab da. Gut. Das ist das Einzige, was mir gerade einfiel dort. Der Trick dabei ist einfach, er hat sich gedacht, ja gut, ich klaue jetzt einfach mal den Grid-Locator, die 5 Grad um den Nordpol, da funkt ja eh keiner von dort aus. Hab dann 450 Grid-Locator-Typen quasi frei und kann sie in eine Präfix- und Suffixliste umwandeln von allen Länderkennungen. Das heißt, er hat diese Bits, die eigentlich dem Locator gehören würden, dann in so eine Präfix-Suffix-Liste umgewandelt, plus nochmal ein Bit, um umzuschalten für diesen Nachrichtentyp. Und kann jetzt dadurch halt schon mal den größten Fall dieser Präfixe und Suffixe abbilden. Ist halt einfach auch ein Nachrichtentyp, der relativ häufig vorkommt, wenn ich Portable funke oder so. Deshalb hat er diese Type-1-Nachrichten eingefügt noch. Es gibt natürlich dann auch die Type-2-Nachrichten. Das ist dann für Rufzeichen mit unbekanntem Präfix oder Suffix. Es gibt zum Beispiel noch den Suffix MM für maritim mobil. Wenn ich irgendwo draußen auf hoher See bin, kann ich maritim mobil mitsenden, ist aber kein Standardpräfix für WSJT. Dementsprechend würde das auch wieder zu lang sein. Und das Rufzeichen würde dann nicht hinhauen. Dort wird der Trick verwendet, dass dann nicht mehr das anzurufende Rufzeichen eingefügt wird. Ich sehe jetzt hier, ich sende jetzt nicht an DA0CCC mit meinem Rufzeichen, sondern ich sende mit DE, also von.
und meinem Rufzeichen mit Maritimmobil hinten dran. Das ist der einzige Trick dabei, da lässt man halt an anderer Stelle irgendwie etwas weg. Gut, das sind die drei Nachrichtentypen, also die Standardnachricht, die Type-1-Nachricht und die Type-2-Nachricht, beziehungsweise die Freitext-Nachricht. Das sind die Typen, die ich habe. Jetzt will ich das Ganze übertragungssicher kodieren. 2001 hat er das entwickelt. Was nimmt er da? Ja, nehmen wir mal ein Kodierungsverfahren, was man recht gut kennt, das Reed-Solomon oder der Reed-Solomon-Code. Kennt ihr vielleicht von einer Compact-Disc. Der ist recht gut geeignet, um so Kratzer in der CD irgendwie auch unhörbar zu machen. Bei DVB wieder eingesetzt, QR-Codes und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Code, der recht sicher ist. Er nimmt also die, er nimmt diesen RS-6312-Code, also sprich diese 72-Bit-Nachricht wird in 63-6-Bit-Channel-Symbols umgewandelt. Hört sich jetzt alles irgendwie verrückt an. Wird dadurch ein bisschen anders halt einfach aufgebaut und hängt dann nochmal eine Forward-Error-Correction hinten dran. So, dass halt die ganze Nachricht im 306-Error-Coding-Correction-Bits nochmal erweitert wird. Das heißt, ich habe dann 378 Bits, die ich übertragen müsste. Das ist eine Redundancy Ratio von 5,25. Das heißt, es ist ungefähr so wie, wenn ich jetzt morsen würde, müsste ich die Nachricht fünfmal übertragen. Aber es ist nochmal eine Stufe besser einfach. Also man kann es nicht direkt vergleichen, aber es ist eine Redundancy Ratio von 5,25 einfach mit drin. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn ich nur fünfmal die ganze Nachricht durchgeben würde. Dadurch werden die Nachrichten extrem unterschiedlich. Beispiel. DA0CCC sendet an mir eine Nachricht mit JO52. Wenn ich die jetzt in diese 6-Bit-Symbole umwandle, ist die zweite Zeile dort, sieht das Ganze dann so aus mit den 22, 43, 61 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt nochmal die Forwarding Error Correction drüber schmeiße, kommt dann dieser ganze Kram da unten raus. In jetzt einfach so Bit-Symbole umgewandelt. Wenn ich jetzt nur ein einziges Zeichen ändere, sprich, dass ich nur meinen Locator umändere, von JO52 auf JO53 gehe, wird die komplette Nachricht oder ein Großteil der Nachricht anders, wie ihr seht. Da unten der einzige Teil, der gleich bleibt, das ist der Teil mit den 6-Bit-Symbolen. Ansonsten der Rest der Nachricht verändert sich komplett durchgehend. Das heißt, ich habe hinterher auch beim Dekodieren immer eine korrekte Nachricht. Ich habe jetzt nicht mal irgendwie einen Bitfehler drin, das Rufzeichen nicht richtig aufgenommen, was beim Morsen halt einfach mal schnell gehen kann. War das jetzt irgendwie ein E oder war das jetzt ein T vielleicht? Also ne, einmal kurz oder einmal lang, weiß man nicht so ganz. Habe ich in diesem Fall gar nicht, sondern ich habe immer eine korrekte Nachricht. Ich kann davon ausgehen, dass ich keine Fehler drin habe. Es gibt noch einen Trick bei WSJT, zeitgesteuert. Ich brauche einen Sync. Und das ist einfach festgelegt worden, eine WSJT-Nachricht beginnt immer bei Sekunde 0 einer Minute. Das heißt, da ich ja eh einen Rechner habe, der irgendwie mit der Soundkarte ausgestattet ist, nutze ich NTP, synchronisiere die Zeit auf meinem Rechner und fange ab Sekunde 0 an zu senden. Von dort an sende ich in 126 Zeitintervallen je 0,72 Sekunden, 0,372 Sekunden, die komplette Nachricht. Diese Nachricht, die wir gerade da gesehen haben, die da einmal umkodiert wurde, die wird in dieser Zeit übertragen. Das heißt, nach 47,8 Sekunden ist die Nachricht übertragen. Sieht auch immer ganz lustig aus. Das ist halt so, von Sekunde 0 an im Wasserfalldiagramm sieht man dann für 47,8 Sekunden halt irgendeine Übertragung und dann irgendwie so für 12 Sekunden gar nichts. Das ist dann die Zeit, in der das Ganze dann dekodiert werden kann. Und auch meine Zeit zum Reagieren, was ich als nächste Nachricht senden möchte. Aber das heißt, ich habe tatsächlich bei WSJT so, 48 Sekunden lang gar nichts zu tun. Kann ich sitzen, kann mir irgendeine Mate trinken oder sonst wie auch immer. Das ist ein sehr gemütlicher Modus, muss ich dazu sagen. Also es ist sehr entspannend einfach mal, wenn es mal umrechnet. So eine komplette Verbindung, ne? Ich muss 6-mal Daten übertragen. Das heißt, ich brauche 6 Minuten für eine komplette Verbindung.
pro Stunde kriege ich dann maximal 12 Verbindungen hin. Ja, das ist schon ganz gemütlich. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass man schnell was abräumen kann, aber es macht durchaus Spaß und ich komme mit wenig Leistung sehr, sehr weit. Danke. Modulationsarten. Bei WSAT habe ich zwei, die ganz häufig verwendet werden. Es gibt noch ein paar experimentelle mehr, aber ich sehe ganz viel JT65. Das ist das Verfahren, was für EME ursprünglich entwickelt wurde, also für Erde, Mond, Erde-Geschichten. Dort habe ich, die 65 kommt aus den 65 vordefinierten Frequenzen, die in einem 64-Ton-Frequency-Shift-Keying abgebildet wurden. Ihr erinnert euch, wir hatten vorhin 63 Bits, die wir übertragen müssen. Die passen halt einfach da rein. Und ich habe noch einen Synchronisierungsvektor dazu. Für JT65 brauche ich dann dementsprechend eine Bandbreite von 177,6 Hertz. Das ist das, was ihr dort in diesem Wasserfall auch seht. Das ist diese Breite, die 177,6 Hertz. Ihr seht dort weiter rechts nochmal so ganz schwach ein paar senkrechte Striche. Das sind weitere WSJT-Signale, die sogar dekodiert werden können. Die sehe ich kaum noch im Wasserfall. Die höre ich erst recht nicht mehr. Aber diese Signale können auch noch dekodiert werden. Das war in dem Fall, war das gewesen, ein Ami, der gerufen hatte, der kam irgendwie mit minus 22 rein, aber konnte sauber dekodiert werden. Bei JT9, das andere Verfahren, habe ich 9 vordefinierte Frequenzen. Das wurde später hinzugefügt, weil man gemerkt hatte, okay, JT65 wird nicht nur für EME-Verbindungen gut verwendet, sondern auch halt einfach im HF-Bereich. Weil es einfach ein tolles Verfahren ist, wurde dann halt ein weiteres Verfahren hinzugefügt, was einfach schmalbandiger nochmal ist. Bei JT65 habe ich halt nur 8 Töne zur Verfügung plus diesen Synchronisierungsvektor und habe dadurch eine Bandbreite von 15,6 Hertz. Das ist so ein schmaler Strich im Wasserfall. Ihr seht dort oben in dem Wasserfalldiagramm diesen roten und grünen Balken. Da habe ich mal die Frequenz drauf eingestellt. Dort ist auch ein Signal hinter, wie ihr seht. So ein bisschen dunkleres Rot in dem Gelb. Das Gelb ist generell schon Rauschen, da ist nämlich mein Filter vom Funkgerät langsam zum Ende hin und der rauscht dann irgendwie einfach an der Stelle schon etwas mehr. Aber das Signal, was dort reinkam, konnte auch noch dekodiert werden. JT9 kann auch ein bisschen besser noch dekodieren, also auch noch weiter im Rauschen drin. Und es wurden noch ein paar andere Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel, dass auch positive Signal-Noise-Ratio-Reports durchgegeben werden können. Da hat man jetzt einfach dann den Südpol-Locator um 5 Grad gekürzt, um dort noch wieder ein paar Bits zur Verfügung zu haben und auch positive Werte durchgeben zu können. Also man sieht schon die Ähnlichkeiten, die dann auch bei JT65 verwendet wurden, um mehr Bits noch durchzukriegen. Mal die Bandbreite dargestellt. Wenn ich so ganz normal in Sprache arbeite, also sprich SSB, Single-Sideband arbeite, habe ich eine Bandbreite von 2700 Hertz. Das ist, ich sag mal so, die menschliche Stimme angepasst in etwa auf den Bereich, in dem ich halt auch spreche. Morsen braucht so ungefähr 500 Hertz Bandbreite, JT65 177,6 Hertz und JT9 nur 15,6 Hertz, wie wir gerade gelernt haben. Das heißt, ich kann in ein SSB-Signal etwa 170 JT9-Signale reinquetschen. Das heißt, ich kann die Bandbreite, die zur Verfügung stehende Bandbreite, um einiges effizienter nutzen. Natürlich unter dem Problemfall, dass ich nicht so viele Daten gleichzeitig übertragen oder nicht so viele Daten in einem Rutsch übertragen kann. Kurze Dekodierung. Wie schon gesagt, es sind ungefähr 12 Sekunden, die ich habe, um das Ganze dekodieren zu können. Dort ist auch der Bereich, wo noch am meisten dran gearbeitet wird in der Software. Das heißt, dass sie immer neuere Dekodierungsalgorithmen reinsetzen. Hier für den Reed Solomon zum Beispiel gibt es auch immer wieder neuere Verfahren, die einfach mal schneller sind, um da ja besser dekodieren zu können. Wie ich gerade auch schon mal sagte, ich habe keine Fehler in meiner Nachricht. Es ist aber so ein Alles oder Nichts. Ihr kennt das aus dem digitalen Fernsehen. Früher gab es ja so ein Rauschen, ne, dass das Bild dann irgendwie so mit 20 weißen Pixeln dann versehen war. Heute ist es dann ja gar nichts mehr. Vielleicht nochmal ein grüner Datensalat dazwischen, aber danach ist es einfach schwarzes Bild. Und genauso ist es hier halt auch. Digitale Modis heißen einfach nur, entweder ich kriege alles rein oder gar nichts. Die tiefe Dekodierung ist unterschiedlich. Also es läuft halt so ab bei der Software, die hier ist. Als erstes wird an der Stelle versucht zu dekodieren, wo ich gerade meinen
Empfangsbereich eingestellt habe. Wenn ich dort nichts finde, dann geht da einmal die komplette Bandbreite des Wasserfalls durch, versucht irgendwas rauszudekodieren. Und da kann ich auch nochmal einstellen, ob er jetzt irgendwie nur so schnell sichtbare Signale dekodieren soll oder mal in die Tiefe reingehen soll. Und das kann auch teilweise wirklich so 10, 12 Sekunden dauern. Ist der Rechner auch gut mit beschäftigt. Das Interessante ist, bei JT65 können die Signale sich auch überlagern von der Bandbreite her. Das heißt, ich kann mehrere Signale übereinander liegen haben, er kriegt die trotzdem auseinandergerechnet. Bei JT9 ist das nicht mehr möglich, aber hey, das ist so schmal, da kann ich auch einfach mal ein paar Hertz hochgehen. Das war auch kein Problem. Daraus weiterentwickelt, ich habe es ja in der Ankündigung gesagt, gibt es noch WSPR. WSPR ist der Weak Signal Propagation Reporter. Das sind, das ist keine direkte Kommunikation mehr, sondern es ist ein, ja, wie soll man sagen, es ist ein Barkennetzwerk, um Ausbreitungsbedingungen feststellen zu können oder Entfernungsbestimmungen machen zu können oder auch seinen Tuner tunen zu können, tatsächlich. Es basiert so auf diesen Ideen, die auch mit WSJT reingegangen sind, also sprich, dass ich Nachrichten ganz, ganz weit runterbrechen kann und dass ich nur ein Rufzeichen und Locator übertrage und irgendwer anderes empfängt das Ganze und sendet das übers Internet an eine Webseite rüber, wo das Ganze gesammelt wird. Das heißt, ich übertrage nicht mit meinem Funkgerät an die gegenüberliegende Station, sondern ich sende die ganze Zeit im Grunde, oder nein, ich sende ab und zu mal aus und empfange zwischendurch ganz viel. Oder ich empfange nur, geht zum Beispiel auch. So kann ich halt einfach bei verschiedenen Wetterlagen, bei verschiedenen Tageszeiten, verschiedenen Nachtzeiten, verschiedenen Ausbreitungsbedingungen einfach sehen, wie weit komme ich. Oder einfach nur meine Antenne zu testen. Geht auch. Ist wunderbar geeignet. So eine neue Antenne gebaut, in Garten stellen, WSPR anschmeißen, gucken, wie weit komme ich. Oder wie weit oder wie viel kriege ich rein. Wie gesagt, basiert auf WSJT. Nachricht wird auch genauso komprimiert und kodiert. Ein anderer Unterschied aber ist, dass es 2 Minuten braucht zur Übertragung im Standardmodus. Es gibt auch ein WSPR 15, da wird dann die Nachricht über 15 Minuten lang übertragen. Super, super langsam. Aber ich komme mit ganz wenig Leistung extrem weit. Also so ein halbes Watt oder so weltumspannen ist überhaupt kein Thema. Halbes Watt ist, was darf ich mit dem WLAN da machen? 250 Milliwatt? Halbes Watt sind 500 Milliwatt. Okay, ist immer noch die doppelte Leistung. Aber ich komme mit 250 Milliwatt, könnte ich weltweit rumkommen. Das Verhältnis vom Senden zu Empfangen ist so standardmäßig in der Software eingestellt, so 1:4, sprich nach 4 Durchgängen des Empfangens sende ich einmal einen Durchgang, damit ich auch so ein bisschen Chance habe, mal irgendwie andere zu empfangen oder die mich auch empfangen können, so dass sich halt nicht immer alles überlagert. Das Ganze wird dann hingeschickt zu wispernet.org. Das ist die zentrale Webseite, die das Ganze einsammelt, wo eine Datenbank hinterliegt, wo ich dann auch schön in der Karte nachschauen kann, wie weit ich rausgekommen bin. Das ist zum Beispiel vom Kongress, vom 31C3 in Hamburg gewesen, wo ich dann einfach mal mit 5 Watt auch bis in die USA da gekommen bin, beziehungsweise andersrum, das habe ich auch gehört. Zu Hause habe ich das Ganze halt auch nochmal ausprobiert. Und dann bin ich mit 5 Watt bis Australien gekommen, trotz halt Berliner Hinterhof, trotz irgendwie dicken, fetten Rauschen, was ich da habe, bin ich halt rausgekommen mit so einer selbstgebauten Antenne, die auch gerade da drüben noch steht, aus Lautsprecherkabeln. So, hey, was habe ich zu Hause? Olle Lautsprecherkabel, lass mal Antenne bauen. Ja, und ging halt wunderbar. Also hat mich echt erstaunt, dass ich so weit durchkomme. Softwaremäßig gibt es halt auch ein paar Apps. Also das ist zum Beispiel vorhin gewesen. Einfach mal angeschmissen, 5 Watt reingedreht auf 20 Meter Band. Ja, so Nord-Norwegen ist kein Thema, bis in die Schweiz runter, war aber irgendwie von Ausbreitungsbedingungen vorhin nicht ganz so doll. Irgendwo hatten wir heute ein bisschen Probleme gehabt, war irgendein Wurm drin, keine Ahnung. Aber besser als gar nichts. Und das kann ich halt einfach auch recht schnell damit feststellen, ob ich halt wirklich gerade gute Bedingungen habe oder nicht. Die Software an sich, es gibt verschiedene, einmal vom Autor, also von K1JT, die ja alle bei seiner Uni hier in Princeton halt irgendwie zur Verfügung stellt. Gibt es einmal WSJT und WSPR.
als Software. Dann gibt es die Experimental-Version mit dem X hinten dran. Das sind im Grunde die, die ich empfehlen kann auch. Komplett alles freie Software unter der GPL, GPL 3 mittlerweile. Teilweise als Frontend in Qt oder halt auch nur komplett in Python geschrieben für CLI. In C und die ganzen Mathe-Sachen, die ihr macht, die macht alle noch in Fortran. Also wenn ihr das selbst compilen wollt, schaut, dass ihr irgendwie einen C-Compiler, einen GCC mit Fortran habt, damit ihr das auch irgendwie durchcompilen könnt. Halt die primären Betriebssysteme werden unterstützt. Glücklicherweise keine Java-Software, sondern halt eher nativeres, was da verwendet wird. Es gibt noch ein paar weitere Softwares. K9A1 hat irgendwie was gebastelt für Linux, auch unter GPL veröffentlicht, komplett in C. Läuft auf Raspberry Pi zum Beispiel. Und es gibt noch den Wispberry Pi, in C++ geschrieben, total kleine Applikation. Macht dann ja Whisper halt quasi auf Raspberry Pi. Ich kann den über den internen GPIO dort anschließen, also ne, diese zwei Kontakte, die halt als Sender funktionieren. Manche kennen das vielleicht, um halt irgendwie mal so Radiosignale damit zu übertragen. Kann ich direkt an Antenne anschließen, macht, ich glaube, 0,5 Watt irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ich das halt, also empfangen kann ich einfach so mit der Antenne, wenn ich ja senden möchte, sollte ich nochmal einen Tiefpassfilter zwischenhängen, um jetzt nicht unbedingt die ganzen Oberwellen mit rauszustrahlen. Aber so mit 0,05 Watt komme ich auch relativ weit schon mit Whisper. Also das heißt, ich kann wirklich so eine automatisch laufende Station irgendwo hinknallen und einfach laufen lassen mit dem Raspberry Pi. Jo. Praxisvorführung haben wir nachher nochmal einen Workshop hingelegt. Ich wusste nicht genau, wo wir den machen, aber mittlerweile steht es eigentlich fest, dass wir den, nicht eigentlich, sondern steht tatsächlich fest, dass wir den oben bei den Funkern machen. Hier drüben, erster Stock, in der Mühle drüben, seht ihr auch, Funkamateur steht da an der Tür dran. Ab 20 Uhr oder spätestens ab 20 Uhr bin ich auf jeden Fall da. Ich werde jetzt gleich auch direkt am Vortrag rübergehen. Kann sein, dass zwischendurch mal ein bisschen futtern gehe. Aber wenn ihr da nochmal schauen wollt, wie es funktioniert, kommt einfach vorbei. Haben ein paar mehr Geräte auch dort stehen, können ein paar verschiedene Bänder auch arbeiten, das Ganze einfach mal ausprobieren. Oder wenn ihr Bock habt, das selber dran zu machen, wenn ihr Funkamateur seid und selber einen Rechner habt oder so, könnt ihr einfach vorbeikommen, Geräte haben wir da rumstehen, können wir einfach rumbasteln. Jetzt ist noch Raum für Fragen. Keine Fragen? Doch. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du vorher gemeint, der Computer, also irgendwie über die Soundkarte, der kann bis minus 25 dB runter noch irgendwie Signale erkennen. Mhm. Oder als du gesagt hattest, was man so als Mensch noch hören kann und was der Computer kann. Was ist denn da der begrenzende Faktor? Auch die Qualität von der Soundkarte? Also ich habe das so verstanden, es geht mit irgendwie so einer Onboard-Soundkarte vom PC, oder? Du kannst mit der Onboard-Soundkarte vom PC machen. Ich habe gestern zum Beispiel den Rechner auf den Tisch angeschlossen. Ich habe eigentlich noch, also fürs Funken nutze ich in der Regel eine externe Soundkarte, die ein bisschen qualitativ besser ist. Ja. Ich hatte aber das Funkgerät aufgedreht gehabt, sprich ich habe die Signale einfach so vom Funkgerät rausklirren lassen. Er hat aber die Soundkarte nicht richtig gekannt, die externe, hatte die interne genommen. Also das Mikrofon, was hier einfach im Laptop eingebaut ist. Hat mir auch irgendwie lustig was angezeigt, hat sogar ein paar Signale rausrechnen können. Das heißt, ich bin nochmal irgendwie über die Luftschnittstelle gegangen und es hat trotzdem funktioniert, aber war natürlich ziemlich mies irgendwie. Interne Soundkarte kannst du auch verwenden. Natürlich, je sauberer die Soundkarte ist, umso besser, klar. Also besser die Güte der Soundkarte, umso mehr kannst du auch damit rumrechnen und umso besser kommen die Signale auch rein. Ja. Dass sie nicht schon beim Reinkommen total überlagert sind, muss auch ein bisschen halt die Lautstärke quasi anpassen, damit er dort auch schon einen guten Signal-Noise-Ratio auch mit reinkriegt. Okay. Ja, danke. Weitere Fragen? Dort hinten noch? Muss man unbedingt, wenn man das mit dem Raspberry Pi abhören will, da schon Funkamateur sein? Eigentlich hören, bin ich der Meinung, dass das ohne geht, oder? Empfangen darfst du ohne, ja. Nur senden nicht. Also wenn du empfängst, du übermittelst ja in der Regel auch die Daten an WhisperNet dann. Ich weiß nicht genau, wie es dort geregelt ist mit den Rufzeichen, was du dann einträgst. Du kannst dann wahrscheinlich irgendwie deinen Nicknamen oder sowas eintragen oder zumindest irgendwas Eindeutiges.
Schöner in Deutschland wäre es dann, wenn du eine sogenannte DE-Lizenz hättest, also so eine Shortwave-Listener-Lizenz. Das ist im Grunde, naja, die kannst du beim DRC, den großen Verein dahinter, beantragen. Wenn du irgendwie bestätigst, dass du 5 Fragen richtig beantworten kannst, was Funken angeht. Das ist für Deutschland zumindest angenehmer. Ansonsten, was du genau eintragen kannst, steht auch auf Hispanet dann auch nochmal niedergeschrieben. Also das geht auch schon mal ohne, um einfach nur zu gucken, wie deine Empfangsbedingungen zu Hause beispielsweise sind. Gut, weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann viel Spaß hier noch und wie gesagt, könnt gerne gleich mit rüberkommen zu den Funkern. Da können wir da auch noch mal ein bisschen Ausbreitungsbedingungen testen. Danke.